Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Beim letzten Mal haben wir für Machiavelli oder haben wir angefangen, nach Isardo und Borgia jetzt geflohen sind, unsere Truppen zu verstärken, indem wir Assassinen rekrutieren. Und ich denke, wir machen jetzt einfach mal noch ein paar Assassinen rekrutieren einfach mal kurz noch ein paar Assassinen. Wie gesagt, das hat noch, es waren 9. Waren es 9 oder brauchte man doch 12? Es kann natürlich auch sein, dass man 12 brauchte. Werde ich ja gleich sehen. Weil ich würde schon ganz gerne dann so ein paar Assassinen haben, weil ihr habt ja in der letzten Folge dann auch gesehen, die sind schon nicht schlecht. Also die sind schon gar nicht mal schlecht. Die helfen einem wirklich und wir haben natürlich immer noch das Problem, was wir in der letzten Folge auch gesehen haben. Wir wussten nicht, wo der gute Machiavelli sich rumgetrieben hat. Er hat immer noch den Verdacht, dass er eventuell mit den Borgia zusammenarbeitet. Falsch, ich wollte keine Medizin einnehmen. Und die sind wirklich stark, wie ihr merkt. Guck mal, also die sind noch vollkommen ohne Level und die machen schon so viel Schaden. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich lebe noch. Ich kann dank euch den Kampf gegen die Borgia fortsetzen. Schwert steht euch zur Verfügung, Bruder. Damit haben wir einen weiteren. Tadam. So, und jetzt müssten wir aber eigentlich langsam. Langsam müsste da. Na, ich warte mal noch. Wir haben ja in der letzten Folge auch einen auf Mission geschickt. Ich warte mal noch, bis der zurückkommt. Vielleicht ist das auch ein Problem. Weiß ich nicht. Werde ich ja dann sehen. Ah, jetzt haben wir's. So. Jetzt hat sich das endlich wieder aufgeladen. Der eine ist zurückgekommen, so wie ich das gesehen habe. Und jetzt haben wir hier nämlich schon 2 von diesen Anzeigen. So, und ich möchte ganz gerne 3 von diesen Anzeigen voll haben. Denn dann bekommt man eine Kleinigkeit, die sehr, sehr nice ist, muss ich sagen. Die hat einerseits einen riesigen Vorteil, dass meine Assassinen-Kollegen nicht so oft sterben. Und andererseits ist sie auch für die unentdeckt, also wenn man unentdeckt irgendwo eindringen möchte, kann das sehr hilfreich sein, wenn man das dabei hat. Auch wenn wir natürlich mit der Armbrust schon fast alles haben, was wir brauchen, um unentdeckt einzudringen. Aber mit dem, was man da noch bekommt, kann man eigentlich schon ziemlich gut unentdeckt überall eindringen. Fehlen mir nur noch so ein paar Sachen, die ich mir noch besorgen müsste, aber die kommen erst noch. Deswegen würde ich jetzt gerne erstmal noch so ein paar Assassinen befreien. Und nebenbei, während ich das mache, level ich ja auch gleichzeitig die anderen Assassinen, was natürlich auch den Vorteil hat, dass sie stärker werden und mir später in Kämpfen viel mehr nutzen können. So, wo sind die denn? Hier ist doch dieser Marktplatz, hier war ich doch schon so oft. Wo sind sie? Da! So, und ich glaube, jetzt hier habe ich jetzt das Problem, jetzt kommen scheinbar auch ein paar andere Wachen. Ja, diesmal mache ich mehr, ihr tollen Assassinen, aber na gut, ihr kriegt ein bisschen Erfahrung und die hauen dann auch ab. Es kann aber auch sein, dass sie verfolgt werden und dann dadurch eben Schaden kriegen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank für eure Hilfe, aber sie werden mich aufspüren. Ich kann nicht bleiben. Nehmt ihr mich mit, Signore? Und ich meine, wenn sie zu viel Schaden kriegen, dann dauert es wesentlich länger, bis sich die Balken wieder aufgeladen haben. So. Das läuft ja eigentlich ganz gut. Die Mission dauert ja auch nicht. Wo kommt der auf einmal her? Ich war doch da gerade. Ja, ist ja auch egal. Holen wir uns den halt auch noch. Ich nehme aber vorher mal den Steckbrief mit, weil inzwischen haben wir doch ein bisschen... sind wir doch ein bisschen bekannter geworden. Und ich meine, Schaden tut es auf keinen Fall, den mal mitzunehmen. Wie gesagt, den Aussichtspunkt, den kann ich bestimmt irgendwie erreichen. Mache ich jetzt aber erstmal vorerst nicht. Kommt aber auf jeden Fall noch. Ich denke, ich werde wieder alle Aussichtspunkte synchronisieren. Ich meine, es gibt nur 24. Ich habe damals in Assassin's Creed 2 alle 70 synchronisiert. Und in Assassin's Creed 1 waren es auch mehr. Da werde ich doch wohl hier die paar 20 schaffen. So, Wachen, Wachen, Wachen. Wo seid ihr? Die gucken alle zu, ey. Tschüss. Jetzt kommen meine Assassinen-Kollegen. Und damit läuft das, wie gesagt, das läuft alles total einfach, wenn man die Assassinen hat, teilweise. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft mit guten Absichten. Erlaubt, dass ich mich anschließe. Wie gesagt, die Quests erinnern ein bisschen an Assassin's Creed 1 Bürger befreien und sind auch dementsprechend, naja, sind nicht so spannend, ich geb's zu. Aber, wie gesagt, sie bringen etwas. So, und ich weiß nicht, wie viele Assassinen habe ich denn jetzt überhaupt? Kann man das irgendwo nachgucken, außer in den Taubenschlägen?
So, und ich glaube, wir machen uns jetzt einfach mal auf zur Hauptquest und nehmen einfach mal noch den hier mit. Jetzt müssen wir doch aber auch schon Haufen Leute haben. Ich habe ja irgendwann aufgehört mitzuzählen, weil es schon so viele sind. Aber naja. Assassinen rufen, ja. So, na mal gucken, wenn sich das aufgeladen hat, sind... Ah, doch! Jetzt haben wir es nämlich, jetzt haben wir den dritten. Damit bräuchte ich den da vorne eigentlich schon gar nicht mehr holen. Ich mache es jetzt aber trotzdem einfach mal, weil ich es jetzt gesagt habe. Und wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Jetzt haben wir drei Balken. Und das ist richtig nice, dass wir drei Balken haben. Denn ihr werdet gleich sehen, was das kann. Das braucht zwar auch drei Balken. Also das verbraucht wirklich drei Balken. Das heißt, man kann eine Weile lang dann keine Assassinen bzw. das Ding einsetzen. Genau, und jetzt haben wir volle Assassinen-Signale. Und dann können wir die nutzen. Und können einfach alle töten, alle Wachen, die wir sehen, die in unserer Umgebung sind. Und ich werde das jetzt gleich mal hier an der Stelle demonstrieren. Pfeilhagel. Zack, 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 zack. Den da hat es nicht getroffen. Komisch. Warum hat es den jetzt nicht getroffen? Das sollte den treffen. Und wie gesagt, das ist natürlich total hilfreich. Ich wollte jetzt kein Pferd rufen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr habt meinen Dank und meinen Respekt. Erlaubt mir, mich euch anzuschließen. Bitte, bitte, gern geschehen. Wie gesagt, das ist natürlich total hilfreich, wenn man... wenn man irgendwo unentdeckt eindringen will. Und ich nehme jetzt einfach alle mit, die auf dem Weg liegen. Wenn man irgendwo unentdeckt eindringen will, weil... Man kann das zum Beispiel auch aus Heuhaufen kann man das natürlich machen. Man muss nur eine Wache anvisieren und kann dann den Pfeilhagel rufen. Und wenn einem irgendwo vielleicht mal zu viele Wachen sind, an der Stelle kann man einfach mit dem Pfeilhagel alle ausschalten. Man muss dann natürlich nur aufpassen, dass die Wachen nicht so auffällig rumliegen, dass gleich neue kommen. Aber in der Regel ist das sehr, sehr nice dadurch. Wo ist der denn, der Bürger? Das muss ich diesmal wohl von Hand machen, so wie es aussieht. Das muss ich diesmal wohl leider von Hand versuchen. Nee, einen Assassinen habe ich. Wo ist der denn? Wo ist er denn? Ah, da. Ihn ganz langsam zu mir rüber. Ah, der ist schwer, der ist schwer. Der ist ganz schwer. Ah, gut, dass ich ihn gleich geschafft habe. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Der ist nicht so einfach. Der kann ganz leicht nach hinten losgehen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Da was... Das war sehr tapfer, Signore. Grazie. Bitte, zeigt mir, wie man so kämpft. Da war es sehr gut, dass ich jetzt die Assassinen hatte. Weil, also der hat das riesige Problem... dass der gerne mal von den Wachen hier runtergeschubst wird an der Stelle. Der hat ja eine Geisel sozusagen genommen gehabt. Und der hat, wie gesagt, das Problem, dass er gerne mal runtergeschubst wird. Und jetzt haben wir wohl alle 12. Jetzt scheinen wir alle 12 zu haben. Kann mal kurz gucken. Datenbank müsste das ja sein, oder? Na, letzte Einträge? Nee, das ist es nicht. Menschen, ich weiß nicht, wo man das nachgucken kann. Aber da nichts mehr auf der Karte ist, scheinen wir entweder alle für diese Sequenz oder... alle 12 insgesamt eingesammelt zu haben. So lange hat das ja jetzt doch nicht gedauert. Dann hole ich mir den Aussichtspunkt noch. Weil ich nicht genau weiß, wo wir jetzt dann mit Machiavelli hin müssen. Und dann hätte ich gerne die Karte bloß von dem Gebiet. Aber damit haben wir die Quest auch gleich abgeschlossen. Das wollte ich, wie gesagt, eigentlich gar nicht unbedingt machen. Ach, und jetzt kommt der auch zurück. Und dadurch haben wir jetzt hat er jetzt einen Rang gewonnen, unser Assassine. Und den könnten wir jetzt mit neuen Rüstungen oder neuen Waffen ausrüsten. Und können ihn dadurch natürlich stärker machen, noch widerstandsfähiger, als er schon ist. Und er hilft uns dann natürlich noch mehr, aber wie gesagt, ich werde hauptsächlich, denke ich, auf den Pfeilhagel zurückgreifen. Weil der Pfeilhagel, wie gesagt, extrem sinnvoll ist, wenn man versucht, irgendwo unentdeckt einzudringen. Da kann der... Was hast du anvisiert, dass du ins Wasser springen wolltest wieder? Ach, sie haben es immer noch nicht hingekriegt, dass das ordentlich klappt. Naja, ist ja auch egal. Weil, wie gesagt, der Pfeilhagel... Bombe. Einfach nur gut dafür, weil eben keiner dadurch auf Ezio kommt, es sei denn, man zeigt sich zu genau. Also wenn man natürlich in einem Sperrgebiet beispielsweise ist und da irgendwo Leichen liegen, selbst wenn man selbst gar nicht derjenige war, der sie umgebracht hat, wird man natürlich dafür gehalten. Ein Assassin kann man natürlich aber auch, muss man auch sagen, also neben dem Pfeilhagel kann man natürlich auch einfach einen Assassinen rufen, der die angreift und dadurch werden die natürlich von einem selbst abgelenkt. Das funktioniert allerdings nicht immer. Also ich weiß nicht warum, aber es kann passieren, dass die Wachen dann trotzdem auf euch schließen. Also dass die euch trotzdem angreifen, weil die
aus irgendeinem Grund dann merken, dass ihr dafür verantwortlich seid, dass die Assassinen dort erschienen sind. Gut, ich meine, wir haben die gleiche Kleidung und so weiter, aber trotzdem ein bisschen seltsam. Und dann holen wir uns doch gleich mal den Aussichtspunkt noch. Und das sieht wie so ein großes Gebäude aus. Das könnte bestimmt auch noch ein Augensymbol oder sowas haben, oder? So groß, wie das Gebäude aussieht. So, hier habe ich... Ich bin schon mal an dem Heuhaufen jetzt vorbeigelaufen. Und zwar dem Heuhaufen, wo wir gleich reinspringen werden. Das Gebäude hat doch bestimmt einen Namen. Du willst mir doch nicht sagen, dass das Gebäude ja keinen Namen hat. Scheinbar nicht. Nun gut. Ist das keine Kirche oder irgendwas Besonderes? Ich meine, es sieht sehr besonders aus. Die Musik ist hier total creepy. Wird vielleicht noch ein wichtiger Ort, weiß ich jetzt nicht. Aber hier scheint kein Augensymbol zu sein. Na gut. Oder Sean hat bloß keins gefunden. So, dann haben wir den Aussichtspunkt auch noch. Und dann haben wir, glaube ich... Man merkt auch daran, dass das Spiel doch relativ kurz ist im Gegensatz zu Assassin's Creed 2. Wenn man schon mal sieht, wir haben jetzt nur noch 7 Aussichtspunkte vor uns, ne? Das ist schon nicht allzu viel. So, und wir haben... Was mich aber, wie gesagt, wundert, wir haben immer noch nicht die Quest, die ich suche. Wir holen uns jetzt noch den Steckbrief. Falls wir Machiavelli irgendwo hin folgen sollen. Weil dann haben wir den riesigen Vorteil, dass wir unentdeckt sind. Also immer wenn man anonym ist, hat man natürlich riesige Vorteile schon allein. So, ich könnte jetzt noch einen Assassin irgendwo hinschicken oder aufrüsten, aber... Ja, ich, wie gesagt, ihr habt gesehen, wie das geht. Ich werde mich damit jetzt auch nicht großartig befassen. Wenn man es selbst spielt... Dafür könnt ihr euch das Spiel ja kaufen. Das ist auch ganz lustig, die Assassinen da loszuschicken. Ihr könnt auch mehrere Assassinen auf eine Mission schicken. Und so natürlich dementsprechend eure Chance erhöhen, dass ihr es schafft. Dass sie es schaffen. Nachteil ist dann nur, dass sie natürlich nicht ganz so viel Erfahrung bekommen. Aber na gut. Das passiert dann halt. Sag ich mal. Das ist das Pokémon-Prinzip halt, ne? Und wo ist denn der Steckbrief jetzt? Hallo? Willst du mich vielleicht... Hä? Wo soll denn das Ding sein? Haben die es wieder an der... Ich meine, guck mal, wenn ich das schon nicht finde, wie soll denn das dann jemals ein Bürger sehen? Da oben. Wie soll das verdammt nochmal ein Bürger da oben sehen? Vielleicht einer, der hier gerade aus dem Fenster guckt, aber ansonsten doch kein Mensch. So, und dann machen wir uns jetzt auf zu Machiavelli. Ja, es war schön, dass ich den getroffen habe, aber egal. So, wo ist er denn? Da oben bestimmt. Na, wenn das kein lustiger Affe ist. Ja, ich bin total lustiger Affe. Oh. Oh, was ist mit euch passiert? Das scheinen ein paar Huren von denen zu sein, die wir jetzt angeheuert haben. Wer war das? Dieses Monster, Malfatto! Sati! Da lang! Okay, das Ziel mit dem Assassin... Achso, okay, jetzt sollen wir im Prinzip... Jetzt werden wir wird im Prinzip gezeigt, wie wir die Assassinen-Rekruten einsetzen. Das ist immer noch sozusagen eine kleine... Ah, okay, die Kurtisanen zeigen uns jetzt an, in welche Richtung. Das ist natürlich hilfreich. Ja, hier kann ich nicht weit. So, wo lang? Da lang, danke. Und wir sollen ihn mit dem Assassinen-Rekruten eliminieren. Ich denke, das schaffe ich. Ach, da ist eine Kurtisane. Ich habe sie gerade gesucht auf dem Bildschirm. Kann ja auch das Adlerauge einfach einsetzen, dann sehe ich sie. Du sagst mir bestimmt nach rechts, genau. Wo ist sie denn? Kommt sie jetzt hier, oder? Ah, nee. Ja, beziehungsweise, ja. Komm, tötet ihn, tötet ihn. Tötet ihn. Jawohl. Ich dachte, die kommen von Dächern gesprungen oder sowas, aber scheinbar nicht. Ja, den musst du jetzt natürlich auch nochmal loslassen, den Spruch, ne? Wie willst du die Augen schließen? Die sind unter einer Maske. Achso, okay. Er legt einfach nur die Hand drüber. Ja, das war jetzt nur nochmal ein Tutorial für die Assassinen-Rekruten. Ich dachte, das war jetzt schon weiter mit Machiavelli. Dann geht's jetzt weiter mit Machiavelli. Denke ich, hoffe ich. Ich denke mal, mehr brauchen wir gar nicht an Tutorial dafür. Das ist ja im Prinzip alles, was man mit denen auch machen kann. So, und ich höre schon wieder irgendwas blinken, ey. Und immer wenn ich was blinken höre, will ich es eigentlich finden. Keine Ahnung, wo es war, ist jetzt auch egal. Und hier stehen auf einmal extrem viele Wachen oben, finde ich. Und die sind extrem aufmerksam, also es ging recht schnell. Dass die mir hinterhergerannt ist, sag ich mal. Das war flott.
bring dich nicht bei dem Versuch um. Das ist mir auch schon passiert, da wollten mich Wachen verfolgen und sind dann das Haus runtergefallen, was natürlich irgendwie lustig war. Aber was mir dann auch nicht viel gebracht hat, weil dann die nächste Wache auf mich aufmerksam wurde, weil sie die Leiche gesehen hat. Aber ich meine, kann passieren, ne? Gut, was kommt jetzt? Wo ist Machiavelli? Ach ja, stimmt, wir wollten ihn ja an den Docks treffen, oder? War das so? Bestimmt. Sonst wären wir jetzt nicht hier, ne? So. Jetzt haben wir wieder unseren Pfeilhagel. Ich weiß nicht, bin mir gerade nicht sicher, ob das auch gezählt hätte. Wer heult denn hier? Wahrscheinlich ist das die Quest, die gleich kommt. Ach ja, da vorne. Ach, der heult weit, ne? Den hört man ja bis da vorne. Der heult laut, meine Güte. Bambino, warum weinst du? Die wollen meine Mama auf ein Boot bringen. Sie sagen, ich komme aufs Nächste. Wer? Ein Mann kam mit Wachen aus der Burg und verhaftete uns. Er machte mir Angst. Das verstehe ich. Aber du bist sehr tapfer. Bringt ihr meine Mama zurück? Na dann, Silvestro Sabatini finden, eliminieren und seine Sklaven befreien. Achso, ja. Wohin brachten sie deine Mutter? Die Straße runter. Gut. Gibt es einen Ort, wo du hin kannst? Mein Onkel. Geh zu ihm. Halte nicht an und rede mit keinem. Wir sind sozusagen jetzt dabei, die Macht der Borgia noch ein bisschen weiter zu unterdrücken, indem wir solche Sachen machen. Zum Beispiel irgendwelche Leute eliminieren, die menschliche, also hier eben Menschenhandel betreiben. Zum Beispiel. Ja, und dann machen wir das doch mal weiter. Und die Musik ist gerade richtig episch. Finde ich ja. Das ist ja mal richtig geil, die Musik. So, und ich denke, ich mache das von oben. Weil dann kann ich den Typen anvisieren von oben und einen Assassinen-Rekruten raufschicken. So viel zu oben. So, aber dazu muss ich natürlich vorher die Wachen da oben eliminieren. Oh, ich finde, das Spiel macht gerade wieder richtig Spaß. Auch wenn die Hauptquests jetzt gerade ein bisschen seltsam langweilig sind. Also, was heißt langweilig? Nein, langweilig sind sie ja nicht mal. Sie sind ja total abwechslungsreich, aber auch wenn sie gerade irgendwie mehr was von Nebenquests haben, habe ich das Gefühl, als von Hauptquests. Und du gibst mir mal gleich wieder die Bolzen, damit wäre das geklärt. So, ein grünes Symbol heißt ja, wenn ihr euch vielleicht erinnert, dass wir nur ein bestimmtes Gebiet haben, wo wir ihn finden können und ihn dann mit unserem Adlerauge finden müssen. Wollte ich nur nochmal erwähnen. Ich dachte ja, ich kann hier schon hoch, aber das war ja wohl nix. Hier. Was? Jemand tötete ein Kätzchen? Oh mein Gott! Bringt ihn um! Todesstrafe! Er tötete ein Kätzchen oder sie oder keine Ahnung wer. Bleib mal ruhig, Junge. Bleib mal ruhig. So, wo ist denn unser Opfer? Da sehe ich nur einen Heuhaufen. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Geld kann nicht schaden. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Und ich glaube, das weiß auch jeder. Geld schadet nicht. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Da ist er. Ich sehe ihn. Okay, dann kann ich das Adlerauge jetzt ausschalten. Okay, jetzt muss ich ihm nur noch hinterherkommen. Unbemerkt zu den Sklaven verfolgen. Beeilung, Beeilung. Der dreht sich. Also wichtig bei den Verfolgungsquests ist, dass die sich ab und zu umdrehen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber solange ihr in der Menge bleibt, solange das nicht wieder so schief geht wie das letzte Mal in dem Borgia-Turm, sollte das eigentlich kein großes Problem sein, auch wenn die mir gerade ein bisschen zu langsam laufen. Aber jetzt dreht er sich um, dadurch können wir ganz locker wieder näher kommen. Das ist jetzt natürlich blöd. Der Typ mit dem Pferd hat jetzt... Oh, ihren blöden Kunden mit den Pferden, ey. So, aber solange wir ihn sehen, ist noch alles gut. Sobald er um die Ecke geht irgendwo, ich warte, bleibt sicherheitshalber noch drin. Der dreht sich bestimmt nochmal um, bevor er um die Ecke geht. Gut, dann beeile ich mich jetzt mal. Bevor er verschwindet. Jetzt hat er sich umgedreht, ich wusste es doch. Aber ich war mir halt nicht mehr sicher. Alles kann ich auch nicht mehr wissen. So, hier können wir uns erstmal auf die Bank setzen. Falls er sich nochmal umdrehen möchte. Ich soll ihn ja erstmal verfolgen. Das stand ja sogar in der Quest. Ich soll ihn erstmal noch nicht töten.
Oh, verdammt. Verdammt. Ich dachte, jetzt rennt er weg. Der verarscht mich hier regelrecht. Der verarscht mich hier. Drehst dich nochmal um? Okay, die Verfolgungsmission ist schon gar nicht mal leicht, muss ich sagen, da der anfängt zu rennen zwischendurch. Erinnert fast so ein bisschen an die Verfolgungsmission mit dem Borgia-Kurier, der damals in Assassin's Creed 2 den Apfel hatte. Aber man kann sich auch hier so hinter den Dingern verstecken, da sieht er einen ja auch nicht. So, wo bist du, mein Freund? Die Entführungen müssen weitergehen. Aber Kinder, Silvestro. Um seine Macht zu wahren, muss Cesare das... Tschüss! Perfekt! Ich glaube, ich muss die anderen Ziele aber trotzdem noch eliminieren. Da helfe ich ihm dann mal. Requiescat in pace. Oh, der hat eine Hakenhand. Alter, der hat eine Hakenhand. Was geht? Der Typ hat eine Hakenhand. So, helfen wir mal unserem Assassinenfreund. Okay, ich habe alle Assassinen gerufen. Dann wird das hier jetzt ein riesiges Gemetzel. Du lässt meine Assassinen in Ruhe. Oh, das ging ja flott. Achso, und jetzt wird uns das mit dem Taubenschlag erklärt. Na gut, dann wird uns das jetzt halt mit dem Taubenschlag erklärt. Dann machen wir das schnell noch. Dann erklär uns das mal mit dem Taubenschlag, bitte. Ja, ja, ein potenzieller... Alle Nachrichten überspringen. Ja, ich kann die Assassinen jetzt ausrüsten hier, weil der Level 2 ist zum Beispiel. Dem kann ich jetzt... Rüstung geben, so, hat er eine Rüstung, so, da haben wir das auch nochmal gesehen. Wir können hier übrigens auch seine Kleidung verändern, was zwar total dämlich ist, weil es weiß, immer noch das Beste ist, aber egal. So, haben wir das geklärt? Das kennt er ja alles schon. Haben wir doch jetzt gemacht, oder? Ja. Gut, und ich würde sagen, da wir jetzt die Mission mit den Assassinen-Rekruten abgeschlossen haben, machen wir uns in der nächsten Folge weiter auf zu Machiavelli und dann schauen wir endlich mal, ob er vielleicht wirklich... noch ein kleines Geheimnis hat, was er vor uns verbirgt. Das versuchen wir ja immer noch so ein bisschen rauszufinden. Also, bis dahin. Ciao.